Okay, heute zeige ich euch den Entstehungsprozess eines Cyanotypes. Die Cyanotypie ist die erste Fotodrucktechnik, auch Edeldruck genannt, und ist schon über 100 Jahre alt. Es ist also eine analoge Methode mit Chemikalien, mit echtem Papier. Man beschichtet das Papier mit einer lichtsensitiven Oberfläche, belichtet das dann mit UV-Licht und entwickelt es ganz klassisch wie auch in einem Fotolabor mit verschiedenen Chemikalien. Das ist kein Tutorial heute. Die Chemikalien, die wir benutzen, sind stellenweise nicht ganz unkritisch, deshalb sollte man das nicht auf eigene Faust versuchen. Okay, hier drin ist ein bisschen zu wenig Platz, deshalb nehmen wir jetzt mal die Sachen mit und gehen in die Küche. Wie immer, erstmal aufbauen. Wenn die Chemikalien vorbereitet sind, können wir uns um das eigentliche Bild kümmern. Ammoniumferricitrat, oder wie es in Fachkreisen heißt, das grüne Zeug, ist eine der Hauptchemikalien der Cyanotypie. Deshalb sollte man darauf achten, dass kein Sonnenlicht in den Arbeitsbereich scheint. Der jetzige Pinselstrich entscheidet nachher, wie das Bild aussieht. In meinem Fall hätte besser sein können. So, und jetzt müssen wir warten. Ist das Bild belichtet, heißt es ab ins Chemiebad. Ich habe leider nicht aufgepasst, das ist ein Passepartout, was eigentlich für ein horizontales Bild gedacht ist. Deshalb steht es jetzt ein bisschen schief, aber geht dennoch. So ein Scheiß.